Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren OMSI 2-Folge. Ja, schön, dass du wieder da bist. Vor einigen Tagen, Wochen ist ein neuer DLC erschienen hier für unseren OMSI 2-Bus-Simulator. Dementsprechend sind wir heute unterwegs mit dem Coach Bus 256. Und wie er sich fährt, auf einer ziemlich alten Karte, denn wir sind heute auf Usedom unterwegs mit dem Coachbus, deswegen ja auch im Titel der Coachbus 256 auf Usedom. Dementsprechend, ja, gucken wir uns das Gefährt mal an, kostet 15 Euro auf Steam und bei unserem Partner Games Planet könnt ihr da auch den ganzen kaufen, spart sogar noch ein bisschen dabei und unterstützt unseren Kanal, das wäre natürlich wundervoll und dementsprechend, ja, wollen wir mal gucken. Wie er sich denn so fährt, ist ein Schaltbus, also ihr müsst wieder selber schalten, ja, man kennt ihn, der 250 Coachbus, den es ja vor einiger Zeit gibt, der ist so ähnlich aufgebaut, ich glaube, der hat zwei Türen, ja, wir haben hier heute nur eine Tür, also wir haben nur eine Frontdoor, wie gesagt, der 250, der hat hier hinten manchmal auch noch eine Tür, bloß, dass diese Busse teilweise immer nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, denn, ja, auch hier steigen sie halt, klar, hier müssen sie vorne aussteigen, also hier ist das kein Fehler, aber beim 250, obwohl hinten die Tür offen ist, steigen sie trotzdem vorne aus. Man konnte das Ganze hier nicht schildern so wirklich, weil das ging halt alles irgendwie gefühlt nicht. Und man hatte immer so ein paar Probleme. Gerade hier diese älteren Modelle der Busse, die es hier für Steam gibt, die sind immer teilweise ja ein bisschen kaputt. Und es wird wahrscheinlich auch nie geupdatet, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Auch gab es wieder mal keine Preisreduzierung für Leute zum Beispiel, die halt die vorige Version schon mal besitzen. Und das finde ich ist ein bisschen schade. Ja, da verschenkt man extremst viel Potenzial, aber das muss der Entwickler halt selbst wissen. Wir zeigen euch heute und dementsprechend, ja, könnt ihr euch jetzt selber euer Bild dazu denn ausmalen. Als erstes müssen wir den Motor natürlich starten und das ist natürlich anders als wie die moderneren Busse, ja, wo wir einfach Zündschluss rein, fertig. Wir müssen das Ganze hier unten erstmal soweit hier aufdrehen. Ne? Gehen wir ein bisschen näher ran. So. Und machen wir die Klappe auf und haben hier einen Schalter. Den drücken wir erstmal, bevor der Ganze hier an ist. Jetzt können wir den Schlüssel rausziehen. Brauchen wir nicht mehr. Gehen jetzt hier hinten erstmal an die Motorklappe hier ran. Öffnen diesen ganzen. Und hier haben wir auch nochmal zwei Schalter, die wir drücken müssen. Beide an. Und das war es eigentlich schon. So. Jetzt setzen wir uns hier nach vorne. Ach, schön. Ach ja. So. Und. Oh. Na. So. Und. So. Genau. Jetzt ist er an. Ah, warte mal. Ich muss mal meinen Tracker eher wieder ausmachen. Das ist wieder mal am Tage. Und da spinnt das Ganze schon wieder. Das ist echt abartig, dass du es halt echt nur abends benutzen kannst, oder du sitzt halt im Keller, ja, also dann funktioniert das halt auch, ja, aber sonst kannst du es echt vergessen. So, dann müssen wir ein bisschen pumpen. So, da ist er an. Gut, dann, was haben wir hier noch? Klar, wir können hier Fenster auf und zu machen. Ja, das sollte bei jedem Bus heutzutage funktionieren. Wir haben hier in der Seite noch so eine Seitenkonsole, wo wir hier halt erstmal alles rausholen können, was wir brauchen. Ja, wir sehen hier unseren Fahrplan zum Beispiel. Das müsst ihr rausholen, weil sonst könnt ihr den Bus auch zum Beispiel nicht schildern. Drückt hier auf das Handy rauf. Ja, wir haben hier oben noch so eine Zielschilder, die wir hier noch platzieren müssen. Dementsprechend sehen wir jetzt hier vorne, ne, jetzt sind hier diese Zielschilder an den Seiten dran. Ne? Und den müssen wir jetzt natürlich jetzt erstmal soweit einstellen. Geht jetzt hier runter, wird jetzt hier oben auf dem Handy Ibis aus, drückt jetzt hier die Linie und jetzt hier in unserem Fall 272 bestätigt das hier und auf der Route machen wir 01 und das Ganze bestätigt ihr Zinnowitz. Das passt. Zinnowitz haut hin und jetzt steht es hier vorne auch dran. Also das erste Mal, dass es jetzt hier vorne dementsprechend auch endlich mal angezeigt wird. Das ist, wie gesagt, bei keinem der Busmodellen funktioniert das Ganze. Wie gesagt, jetzt haut das hier mal zumindest mal hin. Großartige Sache. Sonst sitzen wir hier drinnen. Ihr hört, wie der Motor hier so rumröhrt. Ja, das ist extremst laut. Ja, also für mich gerade jetzt hier am Kopfhörer. Deswegen, ich muss mal ein bisschen leiser machen. Das ist ein bisschen sehr laut. Sonst, was haben wir hier? Wir können auch Schublade hier aufmachen, die Schränke hier aufmachen. Das ist schon cool, ja. Also, man hat sich hier schon extrem gute Gedanken gemacht, ja. Das ist schon cool gemacht hier. Sonst, können wir hier natürlich die Dachluken hier aufmachen und zumachen. Wir könnten, glaube ich, hier irgendwie gingen noch die Lichter an, wenn ich jetzt nicht alles täusche.
Was bist du denn? Achso, das ist der Stoppknopf. Ah, okay. Wenn jemand aussteigen will, dann drückt er da halt per Stopp in die Taste. Witzig ist, dass hier hinten auch eine Tür ist, aber die kannst du gar nicht öffnen. Interessant. Hier liegt vorne der Schlüssel, ne? Sehen wir. Und sonst, keine Ahnung, was das ist. Nachher fährt der Bus nicht mehr weg, wenn ich da jetzt rumdrücke. Also es ist schon mit viel Liebe zum Detail gebaut. Es sieht echt extrem hübsch aus. Ja, auch die Polster, die sind sehr, sehr gut gelungen. Wir können hier eigentlich jede, guck mal, wir können hier jede Busreihe hier durchsitzen. Also, so wie ihr das möchtet. Und das geht auf der anderen Seite genauso. Also, es ist schon Wahnsinn. Ich glaube, bei dem anderen, da konnten wir hier sogar diese Bodenplatten hier aufmachen, weil du da auch irgendwie den Motor starten musstest. Also, das war schon recht komplex hier, das Ganze, ja. Und deswegen sind sie eigentlich extrem cool. Ja, man kann nicht sagen, dass das jetzt hier schlechte Busmodelle sind oder sowas. Ja, die haben hier schon extrem viele Funktionen. Aber wie gesagt, teilweise ja, funktioniert das Ganze nicht. Hier unten können wir auch nochmal ein bisschen rumfummeln. Ja, da haben wir hier auch nochmal so ein paar Dekoartikel. Ja, wie zum Beispiel eine Fußmatte. Können wir hier andere Felgen zum Beispiel herannehmen. Ja, also wenn ihr Felgen dran haben wollt, ja, dann könnt ihr das hier modifizieren. Wir haben hier vorne, glaube ich, genau, dann haben wir jetzt hier an den Scheibenwischern so eine Verzierung dran, die wir hier ab und ran machen können. Und das müsste für die Scheibenwerfer sein. Ja, also da könnt ihr hier vorne euch an den Scheibenwerfer was anbasteln. Oh, habe ich jetzt schon wieder der nächste Fehler, weil sie gehen nicht mehr ab. Das ist, achso. Warte mal. Ah, guck mal. Also ihr könnt sie euch halt so zusammenbasteln, wie ihr das wollt halt, ne? So, und sonst, ich glaube, so an Deko-Artikel war es das. Das war auch meiner Meinung nach schon mal mehr gewesen. Aber naja, so ist das. So, ne, wollen wir mal uns hier an unserem Fahrerplatz setzen. Ne, sonst, hier ist alles gesagt. Hier ist der Aschenbecher, ja, weil ich, früher durfte man im Bus noch rauchen, heute ist es tabu. Wie gesagt, Schaltwagen, ja, wir müssen hier per Hand schalten. Und ja, ich glaube, dementsprechend müsste ich jetzt hier soweit alles gezeigt haben und ich sehe auch schon, dass unsere Zeit hier auch schon abläuft. Deswegen werden wir mal hier losfahren. Oder auch nicht. Das ist also kein Gang drin ist. Der Gang ist drin. An. Die Tüten jetzt muss schon auf. Die gehen auf. Ja. Genau, jetzt geht die Tür auf. So, und. Das hat jetzt hier irgendwie was mit Druck zu tun. Haut mir die Gänge hier nicht rein. Ah, so war das. Alles klar. Das ist wieder dieser richtige Umsichtfehler. Man muss auch das Kupplungspedal durchdrücken hier. So. Dann haben wir mal den ersten Gang rein hier. Morgen. Hallo. Morgen. Morgen. Leider, irgend sowas war das wieder gewesen. Ja, normalerweise ist ja, wenn du fährst, musst du die Kupplung loslassen. Nur scheinbar hat mein Omsi das hier umgedreht. Also sprich, ich muss jetzt die Kupplung durchtreten, damit ich hier fahren kann. Was natürlich absolut Schwachsinn ist. So, jetzt ist natürlich doof, dass mein Tracker ja auch wieder mal nicht funktioniert. Es ist echt ärgerlich. Fahr doch auch. Der Ansagen, darüber ist auf der Karte hier nicht verfügbar. Umso dumm ist eine Karte, die es eigentlich mal für OMSI 1 gab. Ich musste sie erstmal umkonvertieren. Zufällig auf der Festplatte mal gefunden.
Und gerade für solche Linien bieten sich natürlich diese Busse hier besonders gut an. So, kommen Sie rein. Manfred, Tag. Grüß dich. Tag. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Ja, hallo. Ja, ich bin gerade ganze 15 Euro auf Steam. Ich finde das ganz schön happig für einen Bus. Aber man muss dazu sagen, der kommt in verschiedensten wie Ausführungen daher, sage ich mal. Auch schon bei dem Kurzspaß gewesen, da hat er dann auch schon verschiedenste Ausführungen gehabt. Oh, trag das Auto um die Ecke, weißt du? Ich glaub's nicht. Das ist nochmal irgendwie was Anstrengenderes, wenn du selber schalten musst, wirklich. Was sich zum Beispiel auch neu ist hier in dem Bus, ist, die Uhr bewegt sich oben links. Ja? Ihr habt ja hier so eine Uhr, ne, wo ihr hier sehen könnt. Früher gab es keine digitalen Anzeigen, ob ihr zu spät seid oder nicht. Man hat sich hier mal so eine Uhr hingehangen, damit man zumindest sieht halt, ja, spät es halt ist. Und was dieser Apparat da ist, da habe ich leider keine Ahnung. Das ist auch so ein Flug oder sowas. Auf jeden Fall ist der ohne Verbindung. Ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen, zu wissen, wie es halt funktioniert. Ne? Ja, sonst kann man die Rollos halt runter und hoch machen. Wie gesagt, hier die Dachluken gehen alle. Wenn es halt auch wie bei dem anderen funktioniert, könnt ihr hier auch zum Beispiel wieder euren eigenen Radiosender hier wieder abspielen lassen. Ja, wenn du das Ganze natürlich dann dementsprechend halt gemacht habt. Verspätung hier. So. Ja, aber wie gesagt, also 15 Euro und dafür, dass du halt, wenn du sogar den ersten DLC irgendwie nicht hast, ist es einfach zu teuer, weil es ändert sich absolut nicht wirklich viel, außer dass jetzt hier vielleicht in dieser Version jetzt so manche Fehler rausgefixt sind, die in der alten Version drin waren. Eigentlich müsste man sich mal aus Trotz jetzt einfach mal die alte Version angucken, ob sie es zumindest geupdatet haben, zumindest, ja. Scheint auf dem Land zu sein, ja, traumhaft. Müssen wir zumindest mal gucken, ob man das da rausgefixt hat, ja, aber sonst, das seht ihr ja selber hier, ne, was jetzt so alles drinsteckt. Und man muss sich tatsächlich auch erst, also ich musste mir erstmal zumindest das Handbuch mal durchlesen, ja, wie das Ganze halt funktioniert, also bei dem älteren Modell halt, ja, ach hier, guck mal hier, genau hier ging es an, da hast du so einen Schalter, ne. Das ist schon, also deswegen meine ich ja, es hat schon extrem viele Futures hier drin, dieser Bus. Wie gesagt, dann machst du es natürlich an und so weiter und so fort. Ja, ja. Wie gesagt, beim ersten Mal, wo ich den Coachbus hatte, den 250, musste ich mir wirklich erstmal das Handbuch durchlesen. Weil es tatsächlich auch keine Videos dazu wirklich gibt, ja, der, wie das Ganze halt funktioniert mit dem Aufrüsten, ja, dass du da irgendwelche Schalter drücken musst. Der Normalbürger geht ran, steckt den Zündschlüssel rein und gut ist, ja. Wieder ein paar aussteigen hier.
Morgen. Rein, 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 wir haben Verspätung. Los, Leute, komm, macht denn jetzt hier. Hallo. Guten ja, Tag. Hallo, hallo. Ja, da hallo, ich voll hier. So, wenn du jetzt schlau bist, fährst du, genau. Wenn du schlau bist, fährst du, genau. Schalte hier, ja. Guten Tag. Guten Tag. So, weiter geradeaus. Nicht danach. Nicht aussieht, ob es da gerade wo es weitergeht. Gesagt, bin jemand, der sich eigentlich alle DLCs kauft von OMSI. Weil OMSI ist halt meine Simulation halt. Und da kaufst du halt jeden DLC, der da irgendwie ansatzweise erscheint. Oh, wenn der scheint. Ja, die Klappe da hinten. Du seid so, wenn man seiner scheint, muss hier. Zum Beispiel, guck mal, wir haben ja gerade auf diesen Stopp-Knopf aufgedrückt, ne? Und der hat ja den Ton gemacht. Die drücken jetzt hier irgendwie, aber man hört nichts. Ja? Fahrerplatz. Das sind aber so diese Sachen, die verstehe ich immer nicht. Ja? Gibt es wieder keine Beta-Tester oder sowas, die das Ganze hier wieder mal kontrollieren oder irgendwie. Extrem schade, ja? Weil das hier echt dann immer sich anfühlt wie unfertiger DLC halt. Ganz schneller fahren, aber die Kollegen hier vor uns. Das ist ein schönes guter Tobi. Teilweise sieht es auch immer echt aus, ja, als ob die Karte abgestürzt ist. Also nicht wundern. Sie manchmal so gefühlt so ins Leere reinfahren. Oh mein Gott, ey. Hier rechts ist hier rechts vor links hier. Verstehst du, wenn die Schilder sind? Ist hier irgendwie nicht mehr rechts vor links? Ich finde hier irgendwie ein paar Verkehrszeichen. Aber wie gesagt, gerade ist auch schon ein OMSI 1 oder sowas. Zufällig bei mir auf der Festplatte gefunden. Wer weiß, dass ich hier noch so rumzugehen habe. Ich habe Berlin Süd gefunden, aber sie funktioniert nicht. Ärgert mich so ein bisschen, weil die hatte ich nämlich auch noch nicht gehabt, die Karte. Und zum Donut bekommst du die ja nicht mehr. So, das Problem ist, dass ja, die Splines halt da sind, die benötigt werden, aber BBS sie halt nicht findet. Und wenn du sie versuchst, halt im Karten wieder zu öffnen, öffnet sich die Karte und schließt sich gleich wieder. Hallo. Weiß ich jetzt da nicht so ganz, wo das Problem da jetzt liegt, aber das sind halt, wie gesagt, OMSI 1 Karten.
gesagt, an sich ein schöner Bus, ja. Fährt sich sehr angenehm halt auch. Ist mal ein bisschen rustikaler. Ich mag es ja, ich mag ja so eher die älteren Busse als die modernen halt. Ja. Und der fährt sich hier sehr, sehr angenehm. Deswegen bremse ich mal ganz kurz so ein bisschen. So. Guten Morgen. Sehr schlichte Karte halt, ne? Aber wollte ich schon sagen, Rarität. Die Reifen quietschen, habt ihr das gehört? Das ist natürlich ein bisschen unlogisch hier, dass hier so Doppeldeckerbussen hier rumfahren, ne? Also das finde ich. Aber gut, gab es früher überhaupt Modbusse? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. So Omsi 1 war nicht mehr so ganz meine Zeit. Also ich habe zwar gespielt, aber ich habe mich da halt mit, nie wirklich mit Mods so beschäftigt. Gar nicht so fein die Kurven hinten, bis du Lenkrad bekommst.
So, so pünktlich hier. Was ist los? Was ist los? Ja klar, wenn man hier mit 120 hier so lang brettert, sollte man pünktlich sein irgendwann mal. Ja. Kollege Fado. Also man kann auch hier die 282 fahren. Wir fahren jetzt gerade von Vollgas nach Zinnowitz. Und es gibt noch eine von Kosovo nach Zinnowitz oder sowas war das. Die können wir hier auch fahren. Ist ja auch mit enthalten. Wir sind ja jetzt schon wieder fast da. Guten Tag. Guten Tag. Genau, steigst hier ein, dann wird's gleich nächstes wieder raus hier. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. So, jetzt sind wieder. Nee, ist einer mehr eigentlich. Da sind wir an der Endhaltestelle. So, alles perfekt gewesen. Tja, also, das ist er. Das ist der Coach Boss 256 256.
Wie gesagt, falls euch dieses Modell gefallen hat, dann ja, könnt ihr den ganzen jetzt kaufen. Einfach ein bisschen Geld ausgeben auf Steam für, ich glaube, 15 Euro waren das, wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht. Geht dafür eigentlich in Ordnung, falls man die Vorgängermodelle jetzt nicht oder das Vorgängermodell nicht besitzt, ja, dann kann man hier, ich glaube, getrost zuschlagen. Macht schon Spaß, gerade auch mal einen Bus mal mit Handschaltung zu fahren, ist natürlich wie immer, immer eine Herausforderung und ist gar nicht so leicht, wie es eigentlich in Wahrheit immer so aussieht, ja. Macht auf jeden Fall aber noch einen anderen, besonderen Reiz aus, das Ganze mal zu erleben, halt einfach mal einen Bus, gibt natürlich auch weitere Busse, ne, wo man halt per Handschaltung fahren kann. Aber dieses Modell ist schon okay. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, bevor ihr euch den Coach Boss 250 kauft, holt euch lieber dieses Modell hier, weil hier funktioniert zumindest alles. Ja, wir haben hier auf jeden Fall die Zielbeschilderung funktioniert jetzt. Wir können das Ganze ganz normal jetzt eintippen, halt über unser Handy, dass wir das Ganze dann dementsprechend halt ja, auswählen können. Ja, wer natürlich dann auch so eine Feinheit steht, wie jetzt hier zum Beispiel, dass sich hier zum Beispiel der ganze Motor hier bewegt, ja, der kann das Ganze dann sich hier angucken, auch das Ganze aufrüsten halt. Der ist halt so ein bisschen nostalgisch, mag, und da wisst ihr ja nun mittlerweile Bescheid, dass ich ja, dass ich wirklich einer bin, der halt mega nostalgisch ist. Es ist eigentlich ein sehr, sehr schöner DLC. Und ich muss sagen, wie gesagt, also den würde ich tatsächlich sogar bevorzugen als den Coach Boss 250. Hier läuft zumindest alles rund. Soundtechnisch hat er hier auch keine Aussetzer gehabt. Ich glaube, ich hatte mir einen Bus angeguckt, da waren Soundaussetzer gewesen. Das war halt auch nicht so schön. Also hier ist wirklich mal ein Busmodell, der hier wirklich von Anfang bis Ende halt wunderbar funktioniert. Kommt natürlich, wie gesagt, nur der Bus in verschiedensten Ausführungen und keine Karte mit dazu. Dementsprechend sind 15 Euro, ja, muss man sich halt dann überlegen, ob es halt ein Wert ist, für so einen alten Bus zum Beispiel jetzt noch so viel Geld auszugeben. Aber ich glaube, er ist diese 15 Euro allemal wert. Gerade wenn man halt auch betrachtet, Repaints werden mitgeliefert und wie gesagt, halt die verschiedenen Busmodelle. Da müsste man sich jetzt erstmal durch das Handbuch durchlesen, ja, welcher Bus wie was. Ich könnte mir auch noch gut vorstellen, dass dieser Bus halt auch ein Automatikgetriebe mit dabei hat in den ganzen Einstellungen, die es ja da gibt. Ist ja anders als wie zum Beispiel die MAN-Stadtbusfamilie oder ich sag mal jetzt hier zum britischer Bus, ja, wo du das dann halt per Setpass einstellen kannst. Hier, wie gesagt, gibt es nur die einzelnen Busmodelle und da wird bestimmt halt auch ein Automatikgetriebe dabei sein. Falls ihr dazu mehr sehen wollt, dass ich mal gucken soll nach einem Automatikgetriebe, dann könnt ihr das ja gerne mal unten in die Kommentare posten. Und dann können wir uns den eventuell ja auch nochmal anschauen. Aber sonst, ja, würde ich erstmal sagen, bin ich hier soweit fertig. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da, schreibt gerne in die Kommentare. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge um sie. Und damit verabschiede ich mich. Bis denn. Tschüss, Leute.